Hallihallo zurück, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smart Edition. In diesem Part werden wir hoffentlich die Arena-Leiter in dieser Stadt fertig machen. Ich habe mal ein bisschen den Sound drauf geschaltet. Ich hoffe, er ist nicht zu laut jetzt. Auf jeden Fall, im letzten Part haben wir, glaube ich, schon 3-4 Stück besiegt. Hier die und da oben noch 2 Stück. Und jetzt gehen wir mal hier lang. Und da war dann einer nochmal. Und hier ist der nächste. Und auch zwar kann er nur nicht mit so etwas Nichtigen bin. Was Nichtigen? Ich mache dich fertig. Kämpferin. Noura. Wo ist die Uhr? Okay, ist gut. Meditation. Yay, ich freue mich. Und hier noch mehr Deckel. Meine Güte, wenn du einen Angriff die ganze Zeit steigerst, das ist echt nicht nett von dir. Mach mal Meditation. Hey, was ist das? Blastas, du sollst mich nicht überhitten. Und schützen sollst du dich auch nicht, weil das zögert den Kampf mit dir länger und das bringt dir eh nichts, weil du in dieser Zeit nämlich nichts machst. Ich hätte vorhin jetzt penetrieren sollen vor der Aufnahme. Also ich spreche irgendwie mehr anders, als wenn ich nichts zu tun hätte. Jetzt zeig ich dir. Nein, ach gut. Und natürlich geht der Attacker daneben. Und es ist nochmals gerne ein Yay, wir freuen uns alle, dass die so schlau ist und eigentlich gar nichts machen kann mit Scanner, weil Scanner ist eigentlich eine ziemlich unnötige Attacke. Und dann das meditiert noch mehr, das ist irgendwie ganz klasse. Und tackeln ist einfach mal weg, weil das uns nervt. Hätte der Volltreffer nicht in der letzten Runde kommen können. Mann. Level up für Fifi. Ich bin nur so schnell verlieren. Ganz einfach. Ich bin besser als du. Und das wird ja alles noch ein Stückchen heller. Und da ist der Mystery. Und ich war umgeschrieben. Aber es ist mir gerade nicht egal. Ich drücke mal nach Pause. So. Perfekt. Wieder da. Ey, jetzt hab ich das Spiel. Warte mal hin. So. Und ein bisschen. Ey. Oh, ich hasse das. Das wird so einfach passen, ja. Wenn du hier vorbei willst, musst du erst an mir vorbei. Nein, was du nicht sagst. Eigentlich hätte man dich auch ignorieren können, aber na gut. Marguerita, ey, Marguerita sind cool. Was für viel? Fifi ist weg, oh nein. Das könnte ein wenig länger dauern, außer das One-Hitter nicht gleich. Ja. Überwurf ist eine miese, fiese Attacke. Weil die mies fies ist. Okay, ja. Laser Beam wird das schon schaukeln. Und ja, da. Armstoß, wow. Und nochmal Armstoß, wow. Und nochmal Armstoß, wow. Gut. Ich war da einfach überwältigt. Ja, das kannst du laut sagen, weil wir nicht besser sind als du. So, okay, dann. So, gehen wir mal wieder zurück, um Fifi zu heilen. Und gehen dann hier wieder weiter. Yay, ich bin so intelligent. Aber die Musik ist lustig. Okay, hier im Pokémon Center haben wir deine Pokémon und machen sie wieder fit. Möchtest du deine Pokémon auf diesen eiskalten Tisch legen? Ja. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Bei mir jetzt wieder vorbei. Wenn ich für jeden Satz, den ich da vorlese mit diesem Pokémon Center, 1 Euro kriege, dann wäre ich bestimmt schon reich. Innerhalb von 3 Let's Plays. Außerdem kommt dann noch Diamant dazu.
und Schwarz 2 und ja, wird das alles nochmal gesagt und nochmal da unten. Ja, haben wir. Und der Typ. Ja, das kann mir okay. Den können wir gucken wir uns nochmal einmal mit der Zeit um. Bam, 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 bam. Und das machen wir. Die macht bestimmt alles, kommt schon. Da guckt jemand zu viel Star Wars. Oh, das bringt mich auf ein Thema. Star Wars. LucasArts. LucasArts ist jetzt dicht wegen Disney. Ich finde es schade wegen Battlefront 3, was ja ganz nice gewesen wäre. Ich mag zwar keine Battlefront, aber Battlefield. Nein, Battlefield nicht. Battlefront, also die Star Wars Reihe neben, richtig mal lief. Und das one-hitted mich. Ich finde das echt super von dir noch, hallo. Okay, gut. Bist du Laserbeam? Laserbeam ist weg. Silverblack. Okay, Verteidigung wird gesenkt. Juhu. Okay, Aquanave. Silberblick. Aquanave. Tot. Nicht gemacht. Ja, dann schließe ich mit der Voyager zusammen. Oder bringe jetzt mal Lukas an, sonst wieder da zu sein. Hier ist schon mal nichts. Hier, was wäre da unten noch gewesen? Auf der anderen Seite sind wir jetzt nur den Weg gegangen. Und hier ist ja nichts. Ja, okay, vergiss das. Okay, ich glaube, wir haben die Arena komplett aufgeräumt. Und gehen deswegen mal hin. Ja, hier waren wir auch gut. Gut, alles erledigt. Dann gehen wir hoch zur Arena-Leiterin. Zur Arena-Leiter, Camillo. Hallo. Ich bin Camillo, der Arena-Leiter von Forsthaven. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, woraus du gemacht hast. Jetzt hätte ich wohl noch viel heilen sollen, wenn viel ja gewonnen hätte, wurde. Aber ich denke mal, gegen Camillo schaffen wir es auch so. Gut. Ach, hallo, Macholo. Macholo, Macholo. Los, Laserbeam. Und wie Aquarin ist weg. Setz Fußdeck ein. Setz Aquana rein. Setz Fußdeck ein. Und setz Aquana rein. Wird ja auch nicht langweilig, nicht? Geh auf. Nein. Überleben. Dankeschön. Klar, Supertrank habe ich ja ganz vergessen. Ich habe mir selber noch keinen gekauft. Ich werde jetzt erstmal verlieren. Also wir haben jetzt richtig Glück und ich denke mal nicht, dass wir noch einen Trank haben. Nee, natürlich nicht. Ich habe wieder mal vergessen, Tränke zu kaufen. Außerdem ist nicht Glück. Es karatet uns weg. Okay, oh, hoffentlich ging er mit der großen Ente unser Team. Mega. Ja, es hat Downtown gemacht. Juhu. Und bäh, weggekickt. Weg der Saut. Stellt man sich mal so einen Medite vor. Medite. Mit so einer tieferen Stimme. Medite. Energie wurde abgesaugt. Und es lädt sich auf und das ist gar nicht gut für uns. Und wir saugen ihm die Energie einfach weg. Wusch meine Energie und du wirst ihn nie wiedersehen. Hat seinen Fokus verloren und kann nicht angreifen. Das ist super. Lädt sich schon wieder auf. 9. Saug die Energie weg und den Fokus am besten auch noch. Medi.
Boah, hast du den Supertrank? Ich will auch einen haben. Gib mir deinen verdammten Supertrank. Bam, 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 bam. Ja, ich finde das echt klasse, dass du mir die ganze Zeit die AP laufst. Noch so dreist sein und einen Supertrank einsetzen. Das ist super. Ja, versteckt deinen Fokus, das weiß ich schon langsam. Danke für die Mail im Spiel. Hat deinen Fokus verloren, kann ich angreifen. Ich sollte Nachrichten später für Pokémon werden. Da hat man echt nicht viel zu tun, man muss ja nur einmal Text vorlesen und dann hat man das. Oh, das stimmt sogar diesmal. Hat seinen Fokus verloren und darf nicht angreifen. Tschüss, du Scheißvieh. Ich mach dich ganz und gar nicht. Level 18, erreicht. Magohita. Der Angriff von absoluten Angriff und der Verteidigungswert. Meine. Hat jetzt ja nicht viel mehr gebracht. Nein! Nicht Überwurf! Überwurf, böse Attacke! Nein! Verdammte Scheiße! Wir werden uns nicht schaffen! Ja, komm schon, du Scheiße! Du bist Okay. Mal einen Arena-Kampf verlieren, das will ich euch schon nochmal im Let's Play zeigen. Und natürlich haben wir hier keinen Shop oder so. Ne, wir haben hier keinen Supermarkt. Dürfen wir mal eben schnell zum Dorf rüberrasen, um uns Trinke zu holen. Leute, meinst du, wir müssen zurück nach Brückenburg zeigen? Nach Brückenburg City in Ordnung. Anker gelichtet, Pico, mein Schatz, wir setzen die Segel. Wir sind da. Runter an der Tiere. Ich mag die Musik in den Häusern, die ist cool. Okay, denke ich mal, wir gehen als erstes hier, um uns hier ein bisschen aufzutanken. Da ist die Arena. Wo ist hier der Markt? Frau Markt! Wäre bitter gewesen, wenn hier keiner ist. Willkommen, kann ich helfen? Ja, klar. Kaufen wir mal ein paar mehr gleich. Komm sofort wieder. Du hast dein Geld vergessen. So, gut. Hier, hallo. Hallo, ich will mit dir reden. Ahoi, ich weiß genau, was du jetzt willst. Du musst deinen Kuchen verschaffen. Okay, dann kann ich Port City. Nun, ich bin euch jemand für den Job. Dann segel ich zuerst. Also, auf nach Fasthafen. Danke, wo ich dir ein Paper gesetzt und segel, mein Liebling. Ah, diese Zwischensequenz ist nervig. Aber ich will nicht speedern. Speedern ist deftig und feige und. Ja, ich hab's ja aufgemacht, aber ich glaube, ich spiele mit Tastatur. Das ist viel nicht mehr so leicht. Aber ich würde es auch so, glaube ich, nicht mehr so oft einsetzen, weil das echt die Atmosphäre in diesem Spiel kaputt macht. Und es nicht der Poke-like ist. Ach, oi, wir haben einen Fosshafen. Ja, ich vermute, dieser Brief da, ja, gehört ihm und den da. Und naja, dann wollen wir ein paar länger halten. Ich habe ja heute
bis so halb. In einer Stunde habe ich keine Zeit mehr. Aber im Moment habe ich noch. Gut, dann gehen wir da mal hoch und hier lang. Und hallo. Hallo, ja, Stuhle, ja, Pech, Schwarz, Hölle, ja, gut, hier, bitte. Ja, ich hoffe, ihr habt das nicht gehört, aber ich glaube, der Schall war laut genug, um es zu hören. Deswegen tut es mir mal an dieser Stelle leid. Und da wird unser erstes Pokémon gleich mal in kaputt gehauen. Bam. Einen sehr effektiven Hit. Gut, dann nehmen wir mal Lasermann raus und Lasermann wird lasermäßig abgehen. Ja, passt bloß auf. So. Usch. Warte schon. Ja, ey. Ich freu mich. Und usch. Fußgeld? Das geht ja mich nie mit deinen Füßen da. Köpfiges, kleines Mistvieh. Das wahrscheinlich der Supertrank einsetzen wird. Weiß ich doch schon. Ja. Fast fertig. Haha, das doch mal gefallen. Supertrank. Nein. Okay, ja. Dann wollen wir mal einen Trankchen einsetzen. Hey, das ist immer noch nicht so gut. Und da waren 301. Ja, 301, das wäre noch schön. Ja, es gibt ja diesen YouTube-Bug mit dem 301 aufrufen. Den sie immer nicht behoben haben. Immer wieder am Kanal sein rumändern, aber das reden sie natürlich nicht. Ich bin ja selber via das YouTube. Ich bin ein LP-Freund, sagen wir so. Ich gucke selber viele Let's Plays. Aber nicht unbedingt die Spiele, die ich gerade Let's Play, weil das kann ich gar nicht haben. Da haben wir vor, was sagt. Also ihr könnt es gerne Zeit, wenn ich irgendwo rumrenne oder sonst was tue. Könnt ihr es gerne machen. Wenn ihr meint, dass ihr es wirklich kennt, weil ich habe keine Lust darauf. Ich lese eure Kommentare gerne durch, aber ich habe nicht wirklich Lust darauf, eine Fake-Info zu haben und die im Let's Play dann anzuwenden und dann ist das falsch und das ist blöd. Das ist ein mega böse Magie, wisst ihr das ja eigentlich. Das ist fies und gemein und hinterhältig. Quatsch, das ist jetzt. Nein! Sein scheiß Überwurf hier. Da bitte. Was ist das? Nein. Oh. Ja Leute, ich gehe aufs Pintonieren, Leute. Wir sehen uns dann in diesem Moment wieder. Ah, es ist gerade fies. Alle schaffen das beim ersten Mal und ich bin so schlecht und verliere sofort. Ja Leute, ich werde aufs Screen trainieren und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.